Let me say yeah! Hallo zusammen und willkommen zum Lernvideo der Tanzchallenge 2024. Hier zeigen wir euch die Schritte. Heute tanzen Sophia und Lia. Und ich bin Sophie. Wir tanzen zum Song No Limit von Too Unlimited. Dabei gibt es einen Gesangsteil und einen Rap-Teil. Wir haben die Schritte nur auf den Gesangsteil choreografiert. Let's dance! Ich erkläre euch den ersten Achter. Hierbei kicken wir zuerst mit dem rechten Fuß zweimal schräg nach vorne, zweimal schräg nach hinten, dann kommen drei Schritte, die kreuzen hinten, machen auf und ab. Abschließend mache ich mit dem Kopf nach links eine Wellenbewegung, die geht nach unten und nach oben. Der Oberkörper kommt dabei mit. Der zweite Achter ist genau das gleiche wiederholt auf die andere Seite. Wir kicken zuerst mit dem linken Fuß schräg nach vorne, zweimal nach hinten, machen Kreuz auf und der Kopf macht die Wellenbewegung nach rechts und wieder hoch. Ich erkläre euch jetzt den zweiten Achter. Dabei geht das gleiche Tanzmuster einmal nach rechts, dann nach links und wieder nach rechts. Es beginnt damit, dass der rechte Fuß einen Schritt aufmacht. Und auf, kreuze, auf, klatsch, auf, kreuze, auf, klatsch, auf, kreuze, auf, klatsch. Dann schließe ich eine Drehung an, wo ich kreuze und mich über die rechte Schulter drehe. Wir kommen zum nächsten Teil. Dabei singt die Sängerin den Refrain. Wir gehen in die Tiefe, sliden das rechte Bein nach außen und mit einer Handbewegung schauen wir in die Ferne. Es geht so. Und hier gehen wir nach oben und greifen in den Himmel. Das gleiche machen wir zur anderen Seite. Und wir greifen in den Himmel. Jetzt tanzen wir das ganze Gelernte auf Musik. Im zweiten Block, den ihr zum Gesang tanzt, gibt es einen Zwischenteil. Der geht so, dass ihr zweimal einen Sprung nach rechts, dann zwei Sprünge nach links, zwei Sprünge nach rechts und nochmals nach links macht. Dazu macht ihr eine animierende Armbewegung. Es geht so. 5, 6, 7 und 1. Direkt anschließend macht ihr einen V-Schritt. Dieser geht so, dass ihr mit rechts einen Schritt nach vorne, mit links vorne, mit rechts wieder zurück und links zurück macht. Dazu kommt eine Armbewegung mit dem Ellbogen. Diese geht so. Der Ellbogen geht rauf, rauf und runter diesen V-Schritt macht ihr zweimal. Das geht so. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nun machen wir den ganzen Zwischenteil alles zusammen. Das geht so. 5, 6, 7, 8. Jetzt tanzen wir den zweiten Block zur Musik. Beim letzten vorgegebenen Block macht ihr nur noch die letzten paar Schritte der gesamten choreografierten Schritte. Und zwar diese. Es geht so. Bum, 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 ey. Bum, bum, ey. Bum, 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 ey. Bum, bum, bum. So. Nun machen wir den ganzen Song. Wir tanzen zu den vorgegebenen Schritten. Alle Teile dazwischen, also die Musik und den Rap, bei denen Teilen ist es eure Aufgabe, selber kreativ zu werden und eure eigenen Tanzschritte zu kreieren. Viel Spaß! Let me say yeah! No limits, we'll reach for the sky. No limits.
The limits are loud, cause there's much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Erlernen der Choreografie und beim selber kreativ zu sein.